Hallo Leute und willkommen zurück zu Civ 6. So, ja hier, der Speer, der bereitet uns Probleme. Der lässt uns nicht an Land. Der hat halt eine Bewegung von 3. Und ja. Idealerweise wäre es halt gewesen, hier zu an Land zu gehen und zu siedeln, aber ist aktuell nicht möglich. Oh. Na gut. Dann haben wir noch ganz andere Probleme. Schade. Ja gut, von uns ist ein Panzerschiff unterwegs. Hier für Möglichkeiten. Unterseeboot braucht Öl. Kriegsschiff braucht Kohle. Das ist ja jetzt doppelt ärgerlich. Kaufen ja mal einen Handwerker. Weil da haben wir sowohl Öl als auch Kohle. Loyalitätsdruck. Minus 7,9. Annehmlichkeit minus 1. Schauen wir mal, ob wir Ressourcen erhandelt bekommen. Kaffee kriegen wir. Silber. Ja, Kaffee und Silber. Elfenbein. Noch ein bisschen Gold. Jawohl. Okay, das behalten wir auf jeden Fall im Auge. Ah, mal schauen, ob wir den Handwerker da noch rüber kriegen. Der sieht das halt auch in Gefahr. Ja, okay, da müssen wir noch ein bisschen Militär ranbringen. Ja, Unterseeboot, 13 Runden. Wir haben... Oh, wir müssten 700 Gold bezahlen, um die Politikkarten zu wechseln. Ansonsten könnten wir halt hier auch die... 100% Produktion reinnehmen für Marineeinheiten. Allerdings nur aus Renaissance und früheren Zeitaltern. Alter Krieg. Okay. Da könnten wir dann alle Marineeinheiten doppelt so schnell bauen, außer Träger. Dann machen wir damit weiter. Nach dem Profisport.
Okay. Rein abgeschlossen. Tempel als nächstes. Alban können wir auch direkt einen rein. Verteidigungskomplex fertig in 4. Ja, und dann werden wir demnächst mal Kanal bauen. Und zwar hier. So. 366 Gold hat er erbeutet. Und macht sich zu Fuß auf den Weg. Der Diebstahl ist gelungen. Der Schwund wurde jedoch entdeckt und gefangen genommen. So, mal schauen, ob wir den wiederbekommen. Möchten jetzt gleich mal mit uns reden. Da geht nichts. Okay, vielleicht nächste Runde. So. Und hier. Ah, der Disputant. Oh, da oben ist noch einer. Den könnten wir auch in dieser Runde schon angreifen. Ah, okay. Ja, wir werden weiter spionieren. Dann nehmen wir lieber die 25 Gold in Kauf. Und mit dem sind wir eher passiv. Und natürlich auch. Der Guru hat noch 2 Aufladungen. Mal angreifen und dann den Guru verwenden. So, große Persönlichkeiten. Er ist perfekt. Nehmen wir uns. Er geht dann dahin und dann haben wir keine Loyalitätsprobleme mehr. Aber bei der Stadt schafft es vielleicht auch so alleine. Na ja, gut. Ansonsten hilft der große Admiral mit, gegen die Barbaren zu kämpfen. Es gab einen Zeitalterpunkt. So, ja, die werden dort erstmal ausheilen. Ja. Das habe ich befürchtet. Da haben die Barbaren unseren Handwerker geschnappt. In keinem Verhältnis zu ihrem wahren Schwierigkeitsgrad mehr. So, ja, und der Admiral. Müssen wir erstmal in die Stadt ziehen. Und dann können wir sagen, Stadt wechseln. So. Auskurieren. Und wir brauchen einmal Kohle.
Ja, okay, die eine kann sich halt heilen, weil sie auf ihrer heiligen Stätte ist. Also, in dieser Runde haben wir den Apostel dann noch nicht, aber in der nächsten. Ja, und die Apostel der Japaner haben sich verdrückt. Okay. Können wir mal ein bisschen scouten. Aber wir sehen ihn nicht mehr. Okay. Ausruhen. Ja, das Schiff kann sich noch nicht reparieren, weil wir keine Kohle haben. Die Kohle bekommen wir dann in der nächsten Runde. Können mal schauen, ob die noch das anders. Wer braucht denn Öl? Japan hat kein Öl. Okay. Und für 20 Öl. Ja gut. 690 Gold. Hm, 695 Gold. Das Schmal wurde abgeschlossen. Ah, das mit dem Handwerker wissen wir. So, und der kann befördert werden. Der braucht 25% weniger Zeit, um alle Missionen abzuschließen. Machen wir. Solarparks. Organisierte Infanterie. Ja, die können wir gebrauchen, um gegen die Barbaren zu kämpfen. Okay. Wenn das Haus mauern, würden jetzt noch 20 Runden brauchen. Platz. Die Stadt ist halt nicht sehr produktionsstark. Aber das sind auch erst 4 Bürger. Also das ändert sich ja auch noch. Selbst das Feld wird noch nicht bewirtschaftet. Bauen wir hier ruhig einen Flugplatz. So. Mittelalterliche Mauern abgeschlossen. Ja, hier bauen wir noch die Renaissance-Mauern. Ja, der Siedler.
Die Niederlande möchten eine Botschaft bei uns errichten. So. Ja, das ist natürlich. Haben wir uns so angestrengt. Kann man nicht angreifen. Können es nur da reinziehen, dass die dort keinen weiteren Apostel bekommen. Ah. Okay, wir tauschen die beiden. Und dann in der nächsten Runde angreifen. Okay. Ja, wir haben ja die Widmungskarte da drin. Dass wir, wenn wir Gebäude im Industriezeitalter oder später errichten, also Gebäude aus dem Industriezeitalter oder später, kriegen wir immer einen Zeitalterpunkt. Das ist jede Kanalisation, gibt uns zum Beispiel einen Zeitalterpunkt. Jede Börse. Jede Fabrik. Jedes Kraftwerk. Militärakademie. Lebensmittelmarkt. Seehäfen. Also wir haben ganz viele Gebäude, die uns dann Zeitalterpunkte geben. So. Genau. Der hat uns zum Beispiel auch einen Zeitalterpunkt gegeben. Will ich gerade, weil dort noch ein Spot frei ist für einen Spezialbezirk. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also zum Handels... zum Unterhaltungskomplex sind wir nah genug. Im Industriegebiet aber nicht. Ja gut, wir können hier jetzt sagen Lebensmittelmarkt und Forschungslabor, das sind dann zwei Zeitalterpunkte. Schrein abgeschlossen. 1, 2, 3 Spezialbezirke, von New Deal profitieren wir also. Ja, Ölkraftwerk. Gibt halt einen großen Ingenieurpunkt pro Runde. Bank. Tempel. Ah, Tempel ruhig nach vorne, weil der ja am schnellsten fertig ist. Runden für die Mauern. Kanalisation dann in den Hafen und die Mauern bauen wir nicht mehr. Können sie ja noch kaufen. Nein, kaufen kann man sie gar nicht. Okay.
eine Runde warten. So. Ach, da muss ein Hafen fertiggestellt sein. Na gut. Ja, dann werden wir ihn einsetzen, um Panzerschiff zu unterstützen. Man kann den Großadmiral nicht verlieren. Wenn der angegriffen wird, wird er nur zurückgeportet. So, das ist ganz viel Produktion und wir kriegen Kohle. Erstmal Quellen beschaffen. Zieht sich wieder zurück, okay. Oh. Da hat Gandhi einen Fehler gemacht. Werden wir sofort ausnutzen. So. So. Wo sind denn die japanischen Disputanten bzw. Apostel? So. Ja, hier bauen wir dann gleich das Maracana. Vorher. Ja, hau ich noch die Börse. Ja, Siedler abgeschlossen. Ja, was habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt? Haben die Barbaren so Probleme gemacht? Wir können aber ruhig mit einem Siedler dahin. Ja, es geht halt um den Handelsweg, den wir kriegen. Also die Stadt braucht auf jeden Fall dann einen Händler, weil sonst kommt die überhaupt gar nicht in Gang. Also ein Handelsweg sind 20 Gold und ja, Runde. So. Ja, die haben sich auskuriert.
Wenn er noch einen Schritt weiter nach vorne geht, dann können wir ihn mit unserem Inquisitor angreifen. So, aber die Apostel, die gehen wieder nach vorne. So. Schauen wir, wo der hingeht, hier. Das ist ein Forschungslabor. Oh. Ja, hier haben wir den Regierungsplatz. Nationalmuseum bietet 4 Plätze für große Werke und einen Gouverneurstitel. Das mit dem Gouverneurstitel ist nichts Besonderes, das geben alle 3. Kriegsministerium. Wenn wir mit einer Einheit eine andere eliminieren, wird unsere Einheit um bis zu 20 Trefferpunkte geheilt. Royal Society. Handwerker erhalten die Fähigkeit, alle Ladungen zu verbrauchen, um einem Bezirksprojekt einen Produktionsbonus zu geben. Pro Runde einmal pro Stadt verfügbar. Das ist, glaube ich, den Weg, den wir einschlagen werden, um unsere neuen Städte zu pushen. Und dann wird die demokratische Vermächtnisbildkarte freigeschaltet. Nach 8 Runden. Okay. Gesandte, 5 Gesandte. Wir irgendwo kurz davor, so souverän zu werden. Ja. Ja, Handelswege zur Stadt starten. Ich kann hier einfach da reinsetzen. Und durch unsere Forschungslabore nochmal 3 zusätzliche Wissenschaft zu bekommen. So. Ja, das Panzerschiff. Oh, da war was. Wir verknüpfen die mal. Okay. Ah, erstmal den Sit ein Sicherheit bringen. Oder wir bauen hier direkt noch eine Stadt. Und noch eine Stadt. So. Der Apostel hat noch einen halben Bewegungspunkt. Er wartet eine Ronda. Okay, gut, Leute. Ja, die Galerie ist nicht das Problem. Quadrime, okay. Aber hier das Kriegsschiff. Das ist natürlich bitter. Ja, wenn wir den Profisport erforscht haben, dann nehmen wir die Karte rein. Um Marineeinheiten doppelt so schnell bauen zu können. Dann bauen wir ein paar Marineeinheiten und dann. Ja. Räumen wir hier auf. Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.